So, liebe Leute, willkommen bei einem ganz kleinen Special. Allerdings nicht von mir, aber es ist so erstmal Information. Nämlich, es gibt schon seit einiger Zeit Humble Indie Bundles. Die gibt's hier oben dementsprechend auf www.humblebundle.com, je nachdem. Und es sind momentan noch 6 Tage dafür Zeit, dass man sich diese ganzen Spiele, die hier aufgelistet sind, Super Brothers Sword and Sorcery EP, Limbo, Amnesia The Dark Descent, Psychonauts kaufen kann. Und wenn man einen gewissen Betrag überschreitet, der wird hier angezeigt, kriegt man zusätzlich das Spiel Bastion, Lone Survivor, Braid und Super Meat Boy. So, was ist die Humble Indie Bundle? Das ist momentan die 5. Version, wie ihr hier sehen könnt, an dem V. V ist die römische Zahl für 5. Aha. Und wie gesagt, das Ganze geht noch 6 Tage und das Humble Bundle geht darauf zurück auf die Idee, dass ihr so viel Geld bezahlen könnt, wie ihr wollt. Für diese Spiele, die hier aufgelistet sind. Wenn ihr Geld dafür bezahlt, egal wie viel, ob das jetzt 1 Euro ist, 100 Euro, 1000, je nachdem, dann werdet ihr auf jeden Fall hier diese 4 Spiele auf der linken Seite erhalten. Dort, wo kein Schloss zu sehen ist. Das Schloss, die Spiele mit dem Schloss erhaltet ihr nur, wenn ihr mehr Geld bezahlt als der allgemeine Durchschnitt. Das steht hier, wie gesagt, immer in diesem kleinen Kästchen. Momentan sind das 8,17 $. Wenn man mehr bezahlt, kriegt man, wie gesagt, auch die 4 anderen Spiele hier auf der rechten Seite noch. Das ist allerdings noch nicht alles, was ihr kriegt, denn hier unten steht auch noch, dass ihr die ganzen Soundtracks von den Spielen Super Brothers Sword and Sorcery, Limbo, Amnesia The Dark Descent, Psychonauts und Bastion erhalten werdet. Sowohl in MP3 als auch im FLAC-Format. MP3 ist das natürlich gängige, das muss ich nicht irgendwie erklären. Für manche mag FLAC aber nichts sagen. FLAC ist so gesehen eine hochwertige Codierung für Audiodateien, die nicht verlustbehaftet ist. Bei MP3-Dateien ist das so, je öfter man die kopiert, desto geringer wird die Qualität. Das ist im Grunde genommen, als würdet ihr ein Bild drucken, würdet das einscannen, wieder drucken, einscannen. Und irgendwann ist davon die Qualität einfach nur noch Ramsch. Das ist bei MP3-Dateien etwa genauso. FLAC-Dateien sind etwas größer, sind von der Qualität her besser. Und wie gesagt, die kann man so oft kopieren, wie man will. Und die Qualität bleibt erhalten. Jetzt kommt zu dem Punkt, was passiert mit dem Geld? Hier seht ihr schon so 2 Sachen, your purchase supports the charities. Und wenn man auf purchase drückt, dann kommt man hier ein Stückchen weiter runter zum Kaufen. Oder eher gesagt zum Bezahlen, zum Spenden, je nachdem wie man es sehen will. Hier kann man schon angeben, was für Beispielbeträge man haben will, wie viel man bezahlen will. $15, 25, 50, 100 oder costume amount. Das heißt, da könnt ihr euren eigenen Betrag reinschreiben. Das ist erstmal der erste Punkt und beim zweiten Punkt könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr das Geld aufteilen wollt. Hier ist der Default Split, das ist einfach ein Beispiel, wie die das machen, wie die das vorgeschlagen haben. Und die haben hier auch verschiedene Reiter. Bei Developers könnt ihr einstellen, wie viel Geld ihr von dem Geld, was ihr dafür bezahlen wollt, an die jeweiligen Spieleentwickler weitergeben wollt. Zum Beispiel von Amnesia. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte hier, was weiß ich, hier 15 US-Dollar, dann wird das hier alles vorberechnet, wie viel ungefähr wohin läuft. Und wenn ihr jetzt alles zum Beispiel zu Amnesia geben wollt, dann kriegt Amnesia alles und der Rest nix. Und das könnt ihr alles mit den Regnern alles so schön anpassen. Blablabla. Das wird alles dementsprechend berechnet. So. Allerdings könnt ihr nicht nur den Developers das Geld zusenden, wie ihr lustig seid, sondern ihr könnt auch bei Charity 2 Optionen noch, auswählen, genau. So, und diese Optionen werden hier erklärt. Das EFF ist The Electronic Frontier Foundation.
Dabei geht es darum, dass so gesehen die Rechte von Spiele, Spieleentwicklern und Spielern und alles, was mit dem elektronischen Markt zu tun hat, sowie auch mit dem Internet selbst, etwas supported wird, etwas verbessert wird, sodass man, wie hier auch steht, wo muss ich hier jetzt anfangen? Free Expression Online and Thought Out the World, ja. Könnt ihr ja alles selber lesen. Und eventuell könnt ihr euch darüber selber noch nachher weiterhin informieren, was diese Organisation genau macht und wofür sie alles zuständig ist oder was es eventuell noch für andere Sachen gibt. Aber das ist erstmal nicht Teil der Sache hier. Hier geht es erstmal um das Humble Bundle und die Sachen, die damit in Verbindung stehen. Das ist zum Beispiel auch hier mit dem Child's Play Charity. Das geht darum, dass man da ein Stück von dem Geld an... Ja... Mir fehlen momentan ein bisschen die Worte. Eigentlich könnt ihr das ja auch selber lesen. Ich hoffe, die Qualität meines Videos ist gut genug dafür. Es geht darum, dass man dadurch auch Spenden gibt, um Kindern zu helfen. Zum Beispiel für die dritte Welt. Moment, ich muss... Nicht dritte Welt unbedingt, aber zum Beispiel Sick Children in Hospitals. Ich persönlich habe mich bei denen jetzt noch nicht so schlau gemacht. Hier drücken wir einfach mal drauf auf die Homepage von denen. Es wird noch geladen. So. Dann gehe ich erstmal kurz hier runter, dann lädt die Seite. So, und dann könnt ihr euch das hier bei denen auch durchlesen. Ach, die helfen anscheinend den Leuten, den Kindern, denen es nicht so gut geht. Und hier seht ihr auch, wer Corporate Sponsors, wer da alles auch mit drin hängt, noch ein bisschen mithilft. Ja, das könnt ihr alles wunderbar sehen. So, aber zurück zum Humble Bundle. So, wie gesagt, das könnt ihr hier ebenfalls auch bei Charity alles schön einregeln, was ihr, also welches Geld von euch wohin kommen soll. Und zuletzt gibt es dann noch die Option bei Humble Tip. Das ist einfach, dass das Geld, was ihr bei Humble Tip eingebt, nicht zu den Developers geht, auch nicht zu der Charity geht, sondern zu den Leuten, die das ganze Humble Bundle hier verwalten. Das ist einfach, damit die weiterhin solche Angebote leisten können, damit die sowas bieten können. Weil ich muss echt sagen, es ist ein super System, wobei, denke ich, leider auch mal sehr viele einfach recht wenig Geld dafür bezahlen werden, weil momentan sind das jetzt 4 Spiele, die ihr auf jeden Fall bekommen werdet, und wenn ihr mehr als den Durchschnitt bezahlt, kriegt ihr nochmal 4 Spiele obendrauf, zusätzlich noch 5 ganze Alben in Bezug auf die Soundtracks von den jeweiligen Spielen. Oh ja, das ist, finde ich, ordentlich, und dafür könnte man den Developern was Gutes tun, der Charity oder den Leuten, die das halt verwalten, damit die halt in Zukunft noch mehr solche Sachen machen können. Die haben vorher auch schon mal Sachen gemacht, das ist jetzt das 5. wie gesagt. Und hier seht ihr auch die ganze Zeit, wie viel Bundles verkauft werden. Das hier ist in Esszeit, ne? Kann man schön mitessen, wenn man das sieht. Und das steigt die ganze Zeit, je nachdem wie viel halt verkauft wird, steigt das halt jedes Mal. Das ist heftig. Hier kann man dann noch so Diagramm lesen und so, ja, das ist aber alles eher so Nebensache. Ja, und wie gesagt, wenn ihr dann die einzelne Verteilung eures Geldes, wo es hinfließen soll, wem es zugutekommen soll, kleiner Hänger. Wenn ihr das gemacht habt, geht es eigentlich dann darum, dass ihr euch verifiziert, dass ihr dann eben das kauft. Und das macht ihr dann hier entweder über PayPal, über Amazon Payment oder über Google Checkout. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch irgendeine andere Art gibt. Auf jeden Fall, entweder eine der drei wird auf jeden Fall gehen. Oder alle drei. Ja. Und damit wäre die Sache im Grunde genommen schon abgeschlossen. Ich wollte das jetzt einfach nur mal kurz ansprechen, weil ich finde, das ist eine super Sache für die Spieler, eine super Sache für die Developer und auch eventuell noch eine super Sache für die Charities, für die Leute, die im Grunde genommen weniger etwas mit Gaming und sowas zu tun haben, die aber trotzdem davon dann auch profitieren können. Ja, so viel dann dazu. Ich werde es mir selbstverständlich dann auch holen. Wäre ein bisschen blödsinnig, wenn ich das hier in der Weise nur anpreise und es mir selbst nicht hole. Keins dieser Spiele besitze ich und ich freue mich schon wie ein Ast darauf, manche Spiele zu spielen, zum Beispiel Psychonauts.
ist von den gleichen Entwicklern wie von die Leute, die Brutal Legend gemacht haben. Das ist, glaube ich, Double Fine. Und Psychonauts soll auch ein richtig gutes Spiel sein, aber hat sich anscheinend wie Brutal Legend nicht so wirklich verkauft. Das finde ich sehr schade, weil ich persönlich habe hier Brutal Legend auch für Xbox 360 und das Spiel ist geil. Ich bin gerade dabei, das durchzuspielen, auch am auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und yay, das ist geil, das Spiel. Das ist mal etwas ganz anderes. Amnesia, The Dark Descent, Descent. Mann, ich will immer Descent sagen. Das ist ein Horrorspiel, bei dem, ist es ein Horror-Survival, bei dem man nicht wirklich die Möglichkeit hat, sich zu verteidigen, weil das Einzige, was man hat, ist eine Lampe, mit der man sich den Weg erleuchten kann und selbst die gilt nicht für ewig. Und man wird, wie es ein Horror-Survival-Game natürlich auch ist, von irgendwelchen komischen Viechern verfolgt. Und Schreckmomente sind dabei sicherlich an der Tagesordnung. Limbo kenne ich an sich noch überhaupt nicht, das wäre für mich komplett blind. Ich weiß nur, dass es hier diesen kleinen Jungen hier gibt, dass man durch ein paar dunkle Gefilde durchläuft, mit, glaube ich, auch ein paar Monstern oder so. Da können, also da lasse ich mich zumindest überraschen. Super Brothers Swords and Sorcery EP, das ist, das seht ihr hier gerade im Hintergrund, etwas sehr pixelig. Ja. Das war, glaube ich, erstmal ein Spiel, was so für Tablets oder auch für Smartphones rauskam. Weil ich habe mal ein Video gesehen, wo ich Stücke aus dem Spiel gesehen habe, wo man irgendwie auch so ja, auf den Bildschirm gedrückt hat, um zum Beispiel sich selbst zu schützen oder zuzuschlagen. Worum es denn genau geht, weiß ich leider auch nicht. Bastion ist auch etwas bekannter. Bei Bastion geht es darum, dass glaube ich, eine Welt zerstört wurde oder zerstört ist und dieser Junge geht durch die Welt. Ich weiß nicht genau warum, aber die Welt baut sich stückweise vor ihm auf und hinter ihm zerfällt sie wieder. Und das ganze Spiel über gibt es auch ebenfalls einen Kommentator, der das Ganze erklärt, was die was die Person sieht, wie es aussieht. Im Grunde genommen braucht man als Let's Player zum Beispiel zu Bastion überhaupt keinen Kommentar abgeben, weil bei dem Spiel wird alles an sich erklärt. Das hat, glaube ich, der Let's Player Herr Decay auch gemacht. Der hat das Spiel Let's Played, aber selbst die Fresse gehalten, weil alles Nötige wurde im Spiel schon selbst gesagt. Lone Survivor habe ich überhaupt keine Ahnung von. Deshalb lasse ich das mal auch komplett aus. Braid habe ich auch mal bei einem Studienkollegen gesehen. Das ist auch ja, ein Jump'n'Run, ein Plattformer, bei dem es ja darum geht, dass diese Hauptfigur hier irgendwie die Zeit beeinflussen kann. Man kann ein Stückchen zurückspringen in der Zeit. Wofür man das braucht, weiß ich jetzt nicht. Da gibt es bestimmt einige Rätsel, die man damit lösen muss oder kann, je nachdem. Und ich habe auch ein kleines Easter Egg gefunden bei einem Video in Bezug auf Braid, aber dazu sage ich jetzt auch gar nichts, weil das ist sehr interessant, könnt ihr euch mal selber schlau machen. Und als letztes hier Super Meat Boy. Einige kennen das bestimmt, hier grinst uns auch schon Super Meat Boy im Hintergrund an. Das ist ein Spiel vom Team Meat, welches auch seit letztem Jahr, ich weiß jetzt nicht genau wann es rausgekommen ist, auch The Binding of Isaac gemacht haben. Und The Binding of Isaac hat ja jetzt vor ein paar Tagen auch sein Update bekommen. Ein DLC mit The Wrath of the Lamb. Auch ein super Spiel. Irgendwo schade, dass es hier nicht auch noch bei ist, aber ach, mal warten. Vielleicht kommt es irgendwann später auch noch. Bei Super Meat Boy geht es darum, dass dieser kleine Fleischkloß hier am Grinsen ist wie sonst was und seine Freundin Bandage Girl über alles liebt. Eine Romanze erster Güte. Doch leider gibt es auch noch einen Antagonisten, einen Bösewichten. Und das ist Dr. Fetus und der schnappt dem Super Meat Boy seine Freundin weg. Und im Grunde genommen geht es darum, in etwa die gleiche Motivation wie bei Super Mario, begebe dich durch verschiedene Level und versuche, deine Freundin wiederzuholen. Das Problem ist, wenn du am Ende eines Levels bist, siehst du, wo Bandage Gold steht. Doch dann wird sie jedes Mal wieder von Dr. Fetus mitgenommen. Und es ist eine fast endlose Reise, die man aber allerdings doch beenden kann.
Ja, ich würde mal sagen, so viel dazu. Den Link habt ihr oben ja hier stehen. Könnt ihr euch alles selber nochmal anschauen. Ich habe jetzt, denke ich, das Nötigste erklärt. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, steinigt mich oder macht sonst was. Weiß ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eine super Sache. Ich werde da mitmachen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber Humble Bundle ist interessant. Und ich persönlich finde es schade, dass ich es jetzt erst mitbekommen habe, dass es sowas gibt, weil wow. Und mit dem Wort wow hört das hier jetzt auch auf. Map.